Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play 7 Days to Die. Und jetzt werden wir noch hier ein bisschen erkunden. Was sehe ich denn da drüben aus dem Augenwinkel? Das sieht doch fast aus wie ein Kino. Sprit! Ja, wir können dann auch Sprit am Kochherd basteln. Schönes Ding. Ja klar, Sprit für den Bohrer. Hauptsache ich habe einen Bohrer. Was ist das da? Hören? Na komm her. Treffer. Was? Ja. Den muss ich leider nochmal loslassen. Das kann ich dann leider nicht abbrechen. So, das weg und das weg. Und was? Ach so, du bist da oben drauf geschnipst. Ist mir jetzt nicht so wichtig. Komme ich hier rein? Ja, oder? Ja, schön. Dann kann ich hier mal reingucken. Ein Schloss. Mhm. Damit kann ich dann sozusagen was abschließen. Huch, na komm. Hopp, drauf und da drauf. Und ja. Ja. Wir ballern hier mal die Ausdauer runter. Und zwischendurch kümmern wir uns dann um die Feinde, um die Ausdauer wieder hochzukriegen. Oder du? Was? Da ist er! Komm dir holen! Komm! Boot, 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 boot. Das ist der Lockruf. Ach komm, da können wir mal wieder in den Nahkampf gehen. Aua. Haben wir aber eine getatzt. Den lassen wir mal so hier liegen. Ja, hier war ich schon dran. Ja, schön im Müll gewühlt. Ach. Was? Ich stecke fest. Ich stecke fest. Nein. Nein. Ich stecke fest. Ich die jetzt kaputt machen? Quatsch. Zeig mal hier, was hier drin ist. Jetzt muss ich den auch noch kaputt machen, oder was? Ist nicht wahr. Zum Glück geht hier nicht gleich alles kaputt, oder? Hälfte haben wir ja schon geschafft. Und dafür gibt es eine neue Axt. Hätte ich den Stein einstecken, ne? Dann wird das jetzt auch nochmal lustig. Axt halt durch. Huh?
Aber hier kann ich auch sonst nichts verkloppen. So viel zum Thema, ich gehe mal irgendwo anders hin und lasse dann wieder die Ausdauer regenerieren. Der Plan war gut, die Umsetzung eher schlecht. Dann zeig mal her. Klopf noch mal ein bisschen drauf rum, wir haben es gleich geschafft. Nochmal 1000? Ich komme doch hier niemals weg. Niemals weg. Und 1000 sind es nicht. Die 250 machen wir dann auch noch. Aber da muss ich doch. Da muss ich doch. Komm, dann machen wir das einfach. Continue Game und starten neu und gucken, wo wir rauskommen. Sehr, sehr seltsam. Ja! Ich durfte so wieder rauskommen. Komme ich dann hier überhaupt wieder hoch? Natürlich nicht. Und ich habe natürlich auch nichts einstecken, was ich dorthin setzen könnte. Aber einen Cobblestone Frame? Wieso bauen wir nicht einen ganz normalen Wood Frame? Erst auf der nächsten Seite kommt, nicht? Dann... Ja, aber so können wir wenigstens weitermachen, nicht? Achso, hier komme ich so nicht hin, oder was? Dann hupf mal hier hoch. Eine Stone Axe kann ich doch bestimmt noch nicht bauen, oder? Doch, ich habe wieder Stein. Wo habe ich Stein? Ach, da vorne gab es ja den Stein, ne? Dann das mal. Broken Glass rausgeschmissen, Crushed Sand rausgeschmissen. Dich brauche ich noch. Und dann können wir ja hier mal wieder drauf rumhämmern. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht irgendwie wieder hier runterfalle. Naja, aber auch sowas muss mal sein, nicht? Immerhin haben wir jetzt wieder volle Ausdauer. Klonk, 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 klonk. Klonk. Ja. Komm. Was wünsche ich mir denn, was da drin ist? Bauplan Spike Club. Ja. Dann bauen wir uns so viele, bis Epic rauskommt. Na, nee, das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Früh morgens, halb 10 und wir hämmern auf dem Safe. Dann baue ich hier mal gleich noch eine. Bis dahin habe ich wieder ein bisschen Ausdauer generiert. Oder auch nicht. Klunk, klunk, klunk. Aber wir haben jetzt schon über die Hälfte weg. Mein Leben regeneriert sich auch. Das ist schön. Dann, nein, bitte nicht da hängen bleiben. Ich will doch nur hier nochmal ein bisschen looten. Und looten. Und scrappen. Und scrappen. Eigentlich kann ich die doch auch scrappen, oder? Das ganze Zeug brauche ich doch niemals. Ja, ich weiß, ich sollte nicht so sprinten. Was ist das? Cotton Seed? Aber die kann ich doch selber bauen. Mein Stab halt nur Cotton sammeln. Oh! Wooden Bow! Muss ich auch bauen. Kann ich den Scrappen mal reparieren? Ne, genau. Kaputtes Ding. Oh,
schön in Geld mittlerweile. Fein, fein, fein. Der ist sogar kurz vor grün. Mit einer 288 Wertung. Nicht, weil der gelbe Balkennoten so voll ist. Das ist nur die Haltbarkeit. Dank, dank, dank. Dank, dank, dank. Aber auch die Äxte werden bald gelb sein. Da sind wir ja schon bei einer 90er Wertung. Ab 100 müssten sie gelb werden. Ja, dann kannst du mir aber auch bestimmt gleich mal hier wieder so viel wie wir Steine haben. Mit den Pfeilen baller ich ja gerne rum. Klonk. Zeig. Nein. Die hat man doch gerade erst. Kann ich sie nochmal? Was? Ach. Ich kann die nochmal? Für mehr Skill? Gut. Bevor ich sie kaputt machen muss. In. Oh, Jailo, sieht das aus? Und hier noch ein Safe drauf. Ja, da habe ich einen Bock drauf. Aber wenn da was Wichtiges drin ist. Ich muss doch da reingucken. Aber. Ach Mann. Könnt mich heute echt nicht leiden, oder? Mach mal hier nicht so mimimi. Mache los. Mache los. Den will ich auch nicht. Oh, geht das jetzt schon wieder los? Bitte nicht. Fröhliches 5 Minuten drauf rumkloppen. Jo, 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 jo. Oh, Hunger hab ich und Durst. Dann beißt er in die Wurst. Und eine Wurst hab ich nicht mit. Aber was zu trinken hab ich dabei, ne? Gibt es Ausdauer wieder? Klunk, 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 klunk. Tack. Hatte ich die hier mit drin? Ne, hier mit drin, ne, hier mit drin. Ich war jetzt zu faul, einfach mal richtig zu klicken oder einzugeben. Stone Eggs. Ach, ich habe ja keine Steine mehr. Daran könnte es liegen, dass ich die nicht sehe, nicht? Gab es hier nicht Steine? Ja, gab es Steine. Und Sand. Und damit habe ich auch wieder... Ja, Ausdauer. Schwachkopf! Ja, ja, ja. Klang, 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 klang. Klonk, klonk, klonk. Klonk, klonk, was? Klonk. Damit kann ich ja dann auch nochmal skillen. Skillen? Quality Joe darf ich immer noch nicht, weil ich Scavenging 60 brauche. Klingt so cool. Danke. Habt ihr fein gemacht. Klunk, 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 klunk. Dann hack mal ein bisschen weiter drauf rum. Im Hintergrund schön die Wassermusik.
Gleich kommt hier noch ein Frosch vorbeigehüpft und lacht mich schelmisch aus. Zeigt mit der Flosse auf mich, also mit den Fingern dort an der Hand. Und ich habe doch Metall einstecken, oder? Nee, habe ich da gelassen. Ach, ich hätte mir doch auch eine Pickaxe bauen können, oder? Iron Pickaxe. Blöd, Mann! Blöd, Mann! Ach, Mann. Mit der wäre es ja nur wesentlich schneller gegangen. Schwacke! Nehmen wir dann beim nächsten Mal mit. Kann doch keiner ahnen, dass ich so viele Saves finde. Aber die will ich ja auch. Die will ich ja aufmachen und reingucken. Offen! Nein, nur Quatsch drin. Kannst du behalten und den machen wir. Was? Assemble? Ach so, zum Zusammenbauen, nein. Da wird gescrapped. Das Zeugs braucht doch keiner in der Qualität. So, dann hupfen wir hier drüber und dann gehen wir hier mal wieder gucken. Eine kranke Schwester abfangen. Ach so. Neuer Bogen. Muss man erstmal wieder laden. Top. Weggucken. Ja, huch. Wo kommst du denn her? Ist. Was? Eingedrehte Schraube? Ja. Fein. So viel zum Problem mit dem Essen. Du hast mich auch schon gerochen? Na dann komm mal her. Was? Da legst du ihn nieder. Ein Touch-It, ja. Genau, dann das hier. Und dann nimm mal einen Happen. Denn da scheint sich auch jemand durchbuddeln zu wollen, oder? Hinted. Kann ich da durchschießen? Jo. Ungewöhnlich, denn sonst prallt ja da eigentlich immer alles ab. Stunned Damage doppelt. Fein. Ist es raus? Nein, doch. Tack. Und die eingedrehte und klunk. Baum fällt. Jo, damit ist es auch nochmal geklärt mit dem Essen. Dann schnabulier mal rein. Dann können wir auch das nämlich gleich scrappen. Das kommt wieder mit zurück. Dann kann ich auch hier gleich wieder craften. Dann ist das auch mit weg. Das da? Ja. Du hast mich gerochen. Ist auch kein Wunder bei dem Fleisch, was ich alles dabei habe. Ne? Du hast Hunger. Aber ich glaube, dir ist der Geschmack nach was anderem, ne? Undetected, fein. Was hast du dabei? Nichts. Schön. Ja! Seht ihr es auch? Seht ihr es auch? Ach du Scheiße. Bank? Bank? Was das alles für geile Gebäude sind, was die sich wieder haben einfallen lassen. Huch. Steinchen. Ja, habe ich jetzt liegen lassen. Ne? Und wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Quatsch. Da
Das sieht ja fast so aus wie am Anfang. Nein, daneben. Nein, das haben wir nicht gesehen. Oh, geil gemacht. Doch. Und undetected. Schön getroffen. Sauber. Sauber. Und noch was zu essen. So viel Hunger kann ich doch gar nicht mehr haben. Doch. So viel macht das wohl gar nicht. Schnabulier mal rein. Und eine Kiste. Nimm mal alles raus. Ja, schätze nämlich im Hintergrund. So viele geile Gebäude. SMG-Schematik. Ganz richtig. Launcher. Rocket Launcher. Ja, na klar. Und nochmal den Auger. Und nochmal den Auger. Scrap mal das hier. Und ja. Wo ist die Machete? Die ist dort. Hab ich dich rausgezogen. Dafür. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier vorne hatte ich gelootet. Naja, die Gebäude machen wir dann später. Ah, die Bank würde ich mir doch so gerne mal angucken. Ja, erstmal hier. Ach Quatsch, aus dem Augenwinkel sehe ich ja, wir sind doch schon wieder über die Zeit, Mensch. Ja, dann gehe ich hier noch ein bisschen zur Seite. Damit sie mich ja nicht gleich einfallen. Und, nee, noch ein bisschen nach vorne. Wir wollen ja das Ambiente doch noch genießen. Ich bedanke mich für eure Geduld. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns vielleicht wieder in der nächsten Folge von unserem Let's Play 7 Days to Die. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!